erste Zeit bedeutet bei mir so die ersten 36 Monate, also die ersten 3 Jahre so. Ist wirklich nicht so viel forcieren und zu sich kommen. Also locker werden ist wirklich die ersten 10 Jahre wirklich das Hauptthema. Ohne zu viel Angst vor Schlaffheit. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der Intro-Sequenz an. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr grüßen wollt, bitte. Ich finde Grüßen finde ich super. Dann weiß ich, dass ich nicht so alleine bin. Okay. Intro-Sequenz. Macht mit. Leichtes Schütteln. Das ist der erste Punkt. Also wenn ihr wirklich frisch dabei seid, also unter 3 Jahren und vorher eben keine körpersensibilisierenden Sachen gemacht habt, also so vom Groben zum Feinen, dann braucht ihr wirklich mehr Input. Also dann macht so ein richtig zum Ankommen, dass ihr was merkt. Nicht zu krass. Also achtet da auch schon auf euren Körper, auch wenn ihr da dollen Input braucht. Ist für mich viel zu krass. Manchmal brauche ich das auch, aber heute nicht. Also ist auch zum Lockerwerden, wirklich Spaghetti-Arme. Also nicht so steif, sondern wirklich fallen lassen. Oder eben klebende Füße auf der Erde, alles andere locker schütteln, so doll ihr das wollt. Um wirklich zu fühlen, bin ich komplett locker und so. Und auch zu lernen, erstmal wahrzunehmen, RAIN-Prinzip auf der Internetseite ist zwar bezogen eher auf so eine Selbsterkenntnis in Richtung Meditation, aber das gilt hier auch. Das ist das Doofe, man kann das nicht trennen. Da kann ich sagen, wie beim Yoga, diese Vedanta-Krempel, das wollen wir alles nicht, aber diese sportlichen Betätigungen, das nehmen wir. Das ist Quatsch. Yoga heißt Körper und Geist verbinden. Yog. To join. Das machen wir hier auch. Also Qigong kommt quasi viel, viel später. Also die Qigong, aber das Qi wahrnehmen, auf einer grobe Art und Weise schon, aber das ist nicht das, was ich Qi nenne. Das Qi, was ich meine, ist, wenn ich wirklich jahrelang gelernt habe zu entspannen. Irgendwann ist halt keine Verspannung im Wege, kann man so beschreiben. Und man kann spüren, na, dass es gut läuft, um nicht in so eine Esoterik-Beschreibung zu kommen. Das ist, glaube ich, auch einleuchtender. Ne? Also wenn die Muskeln richtig entspannt sind, man gelernt hat, wie wenig man an Muskeln braucht, gelernt hat, sein Gewicht aufzuteilen zwischen Muskel, Sehnen und Gelenken, Knorpel, Knochen, also dass das mehr ein elastisches Etwas ist als ein steifes, ist klar, dann habe ich keine Nerven eingeklemmt, ich habe keine Muskeln verspannt, ja, und sowas. Aber das Leben wird dann auch leichter, kommt auch in den Fluss, ja, weil man das lässt sich nicht trennen. Das sehe ich auch bei den Leuten, die frisch kommen. Die sind körperlich verspannt und geistig auch. Das kann man nicht trennen, ist so. Ja. Ich glaube, das hat viel mit Angst zu tun. Ja, wenn ich grundsätzlich im Leben zu Hause bin, also jetzt, das muss nicht unbedingt sein, dass meine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also es gibt ganz wenige Leute, die schaffen das auch ohne das, ohne die Sicherheit. Aber die meisten brauchen eben so eine Grundsicherung. Ne? Das wäre schön. Und zwar bedingungslos. Du bist im Leben, also darfst du essen, trinken, Wärme zu Hause. Muss ja kein Palast sein. Aber gesund essen, gesund trinken, vernünftige Kleidung. Ja, ein Zuhause, wirklich ein Zuhause. Und damit man wenigstens bei den Grundbedürfnissen angstfrei sein kann, das gibt den meisten Menschen erstmal Entspannung. Ja, und damit wären wir in der Lage, schon mal
enorm viele Krankheiten zu umgehen. Aber erst mit Selbsterkenntnis machen die Leute sich untereinander und sich selber auch weniger Stress. Das wäre so der nächste Schritt. Erkenne dich selbst, 2500 Jahre alt, sogar westlich, griechische Philosophie. Es dauert mit der Umsetzung von Konzepten bei uns ein bisschen länger. So, ne? 2000, 3000 Jahre brauchen wir für sowas. Vielleicht zum Qi-Wecken übergehen oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja? Ich nenne das manchmal einfach Luftquirlen, weil all diese in Anführungsstrichen Esoterik oder Fachwörter, wenn es um halt andere Lehren geht, verstellen einem den Blick, wenn man es nicht selber erfahren hat. Wenn man es selber erfahren hat, ist es gut, diese Wörter zu benutzen, weil man dann untereinander das beschreiben kann. Aber wenn ich irgendwem was von Qi-Wecken erzähle und der nicht weiß, wie sich das anfühlen soll, dann steht das im Wege. Wenn man Geschichten entwickelt, falsche und richtige und so weiter, Ablehnung, Hingezogenheit und so. Deswegen Körperwahrnehmung. Körperwahrnehmung ist mit dieser Frage, wie fühle ich mich jetzt ohne eine Geschichte? Ja, wirklich, die Antwort ist eure Wahrnehmung des Körpers. Und das ist, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja? Also es ist nicht zu weiblich für Männer. Ja? Nee. Wir vergessen immer, dass Initiationsriten in allen Völkern auch Männer dazu gebracht haben, eben ihren Körper und ihren Geist wahrzunehmen, entweder in eine Höhle für eine Woche gesetzt oder in ein Zelt, dass die mal auf sich zurückgeworfen werden und mitkriegen, der größte Kampf, den du kämpfen kannst, ist mit dir selber. Und da das Kämpfen langsam auflösen, mit dir selber in Frieden kommen, ist die größte Kunst, die man entwickeln kann. Ja? Und zwar nicht wie ein Betonklotz gefühllos sein. Gefühl frühzeitig wahrnehmen und entscheiden, kann ich was machen oder nicht. Und wenn ich dann was gemacht habe oder nichts machen kann, damit zufrieden sein. Steht alles auf der Internetseite unter entspannte Grundhaltung. Ich habe das schon so reduziert, wie es geht, dass man so wenig lesen muss, wie man nur kann. Also das, was da steht, sind so richtig destillierte Grundkonzepte, mit denen man durch sein Leben kommt. Alles Sachen, die hätte ich gerne früher gewusst. Es führt zu einem, also man arbeitet weniger gegen sich selber, weniger Drama. Jedes Einatmen entspannt gestreckter Rücken, jedes Ausatmen entspannt stabil. Einatmen, ausatmen. Ja, ich weiß, in der Jungensentwicklung, da fehlen, glaube ich, alte Leute, also da fehlt die Weisheit, dass die polternden, super Rumboller-Typen, nein, da ist keine Weisheit drin. Also die, das ist super durchsetzungsstark, nee, das ist schwachsinnig. Das braucht man ganz, ganz selten nur.
das braucht man in dem Moment, in dem diese Bollertypen nicht mehr wissen, wo es lang geht. Genau dann kommen aus der hintersten Reihe kommt dann einer, der die ganze Zeit den Mund gehalten hat, also ich auch leider nicht, ne? Mit sehr, sehr viel grundlegender Weisheit und sagt dann, was eine vernünftige Lösung wäre. Churchill, Roosevelt, das waren alles Hinterbänkler. Weisheit ist leise, unaufdringlich. Muss ich selber noch kultivieren. Also ich bin leider auch kein Roosevelt und kein Churchill und Buddha noch lange nicht. Bin so wie ihr auf dem Weg. Noch zwei, drei Umdrehungen, zwei, drei Atemzyklen. Und dann zum Baum umarmen. Zum Sein wie ein Baum oder ein Bambusbaum, weiß gar nicht, heißen die Bäume? Es gibt auf jeden Fall Bambuswälder mit großen, großen Bambusstängeln. Baubambus. Entspannt zum Himmel strecken, ausatmend nach unten entspannen. Entspannen, entspannen. Und durch den Körper gehen, Body scannen. Und freundlich, aufmerksam und gelassen mit den Stellen, die ein wenig verspannt sind, einfach sein, nichts verlangen. Verlangen ist Gelassenheit. Aufmerksamkeit lenken ist die Körperwahrnehmung, die wird mit der Zeit immer besser. Ja, ist klar, wenn man das öfter macht. Und Freundlichkeit ist eine gute Intention, eine gute Einstellung. Und das ist eigentlich das, was der Körper braucht. Ja, wenn irgendwo was verspannt ist oder Schmerzen sind, aber bei Schmerzen kommen wir an den Rand von dem, was wir hier auf der Wiese machen können, dann geht bitte zum Arzt oder zum Therapeuten oder was. Also es gibt da professionelle Leute, wenn ihr akut was habt, psychisch oder körperlich, dazu sind die da. Das sind Fachleute, die können euch dann fachgerecht helfen. Wir machen quasi, ne, diese Selbsterkenntnis und Selbstpflege. Selbst kennenlernen, dieses Instrument des Körper und Geist, ja,
kommt danach, wirklich. Also wenn die groben Sachen von Fachleuten mit Fachleuten zusammen zumindest angegangen werden. Wenn ihr in Behandlung seid und der Arzt oder der Therapeut sagt, ihr könnt das machen, super, ist unterstützend dann. Aber versucht nicht irgend sowas hier zu kompensieren. Ich bin der Meinung, dass man sehr viel kompensieren kann, also dass das sehr weit gehen kann, aber das dauert eben Jahre. Ne? Also wenn ihr akut was habt, müsst ihr wirklich zu solchen Spezialisten, weil das die Gesundung hier geht ganz, ganz langsam. Ne? Also Jahre, Jahrzehnte nimmt die Krankheitsneigung langsam ab. Ne? Ihr werdet dann gesünder. Ah, selber nochmal 3 vollständige langsame Atemzüge. Und dann zur Grundstellung. Und diese Frage ohne Antwort ist wichtig. Wie fühle ich mich jetzt? Ohne Antwort. Wunderbar. Danke für diese Session. Fürs Mitmachen, ob nun direkt oder im Anschluss. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Den meinte ich jetzt nicht. Entwickelt euer inneres Lächeln. Wirklich. Das ist erstens eine Belohnung. Erstens eure eigene Belohnung im Fortschritt und eine tolle Grundhaltung. Wirklich. Okay. Wunderbar.